Im Jahr 2003, nahe einer chilenischen Stadt in der Atacama-Wüste, gräbt Schatzsucher Oscar Munoz im Boden einer verlassenen Kirche. Er stößt auf ein seltsames, in ein Tuch eingewickeltes Skelett, in etwa so groß wie ein Kugelschreiber. Es hat harte Zähne, einen langgezogenen Kopf und anders als der Mensch nur 10 Rippen. Eine chilenische Boulevardzeitung greift die Story auf und berichtet mit dem Titel »Schrecklicher außerirdischer Zwerg entdeckt«. In den nächsten Jahren wechselt das mumifizierte Skelett immer wieder den Besitzer, bis es schließlich in Barcelona landet, wo der ehemalige Arzt Stephen Greer von den Überresten erfährt. Seit er sich von der Medizin zurückgezogen hat, widmet Greer sich der Ufologie und drängt die US-Regierung dazu, angeblich verdeckte Informationen über außerirdische Besucher zu veröffentlichen. Als er das Wesen sieht, was mittlerweile Etta genannt wird, glaubt Greer, es könne sich um den ersehnten Beweis für außerirdisches Leben handeln. Seit Etta entdeckt wurde, spekulieren sowohl Wissenschaftler als auch Ufologen über seine Herkunft. Die Atacama-Wüste ist eins der trockensten Gebiete des Planeten und eignet sich somit hervorragend zur Erhaltung von Überresten. So könnte Etta Jahrhunderte alt sein. Mit Hilfe von Paläontologen versucht Greer zu beweisen, dass das mumifizierte Skelett ein antikes Alien ist. Er hält es für seine Dokumentation Sirius fest, durch die Etta bekannt gemacht wird. Der Film handelt von der Theorie, Aliens seien durch die Nutzung einer alternativen Energiequelle in der Lage, enorme Entfernungen zwischen ihrer Heimat und der Erde zurückzulegen. Außerdem wird behauptet, dieselbe Technologie werde von der Regierung und Konzernen geheim gehalten, damit Profit mit Öl, Kohle und Kernenergie gemacht werden kann. Doch als die Paläontologen das Skelett untersuchen, finden sie moderne DNS, was nahelegt, es sei nur ein paar Jahrzehnte alt. Darauf kontaktiert Stanford-Mikrobiologe Gary Nolan die Filmemacher und bietet an, seine eigene Analyse durchzuführen. Nachdem Ettas Erbgut entschlüsselt ist, kommt Nolan zum Schluss, es handelt sich bei Etta ohne Zweifel um einen Menschen. Er ist auch in der Lage festzustellen, dass die Mutter des kleinen Skeletts Chilenin war, was den Fundort der Leiche erklärt. Erschreckenderweise sieht Nolans Team auf Röntgenbildern, dass es sich beim Skelett anhand der Wachstumsfugen um ein 6 bis 8 Jahre altes Kind handeln müsse. Nolans Erklärungsversuch für die geringe Größe des Skeletts, eine extreme Form der Zwergwüchsigkeit. Doch wurden bei der DNS-Analyse keine entsprechenden Gene gefunden. Seine zweite Erklärung, Etta sei einfach ein Fötus. Das würde erklären, warum es nur 10 Rippen hat, da sich die unteren, freien Rippen noch nicht gebildet haben. Auch der Museumskurator Paolo Viscardi befürwortet die Idee, dass es sich bei der Atacama-Mumie um einen normalen Fötus handelt. Er meint, der Kopf sei aufgrund einer illegalen Abtreibung deformiert worden. Außerdem sei die Veränderung der Knochenstruktur typisch für mumifizierte Exemplare und kein Beleg für das Erreichen eines bestimmten Alters. Viscardi verstärkt seine These, indem er auf das chilenische Abtreibungsrecht hinweist, eines der strengsten der Welt. Demzufolge sind illegale Abtreibungen dort weit verbreitet. In seinem Blog kritisiert er den mangelnden Respekt bei der Berichterstattung über Etta, besonders als vorläufig feststand, dass es sich um das Skelett eines jungen Menschen handeln könne. Obwohl Stephen Greers Film Sirius dokumentiert, wie herausgefunden wird, dass Etta menschlicher Herkunft ist, suggeriert der Trailer der Doku, die Analyse käme zu einem anderen Ergebnis. Trotz des wissenschaftlichen Fakts, dass Etta ein Mensch ist, scheint es, als bliebe der Atacama-Humanoid weiter ein Symbol für mögliches außerirdisches Leben. Ja, da wurde schon irgendwie Grabraub betrieben, also was denkt ihr und was denkt ihr generell über solche Dokumentationen wie der von Andrew Greer? Ich sehe die eher kritisch, die sind ja schon sehr raffiniert gemacht. Schreibt eure Meinung und das Video in die Akten.